Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Classic Vlog Rand, was auch immer, scheiß Video. Und ist in erster Linie auch durchaus eine Videoantwort an den guten Dementius Preacox. Ja, und in Gedenken an diesen werde ich diese Zigarette, die selbstgedrehte, jetzt auch rauchen, was auch ein Mittel dafür ist, dieses Video unter Kontrolle zu halten. Denn 23 Uhr. Ja, wie ihr merkt, ich nehme dieses Video um 23 Uhr auf und es wird nicht geschnitten. Außer ganz am Anfang, die ersten paar Sekunden und am Ende. Worum wird es in diesem Video gehen? Es geht um Instagram, dass die Welt böse ist und dass alle Leute Videos, dass alle Leute gerne Pornos gucken. Und ja, darüber werde ich jetzt ganz kurz sprechen. Außerdem werde ich sprechen über Leute, die aus der Versenkung wieder auftauchen. Und andere, die in dieselbige verschwinden. Über Punk werde ich mich in diesem Video ausnahmsweise mal nicht auslassen. Und ganz zum Schluss gibt es noch einen kleinen Programm-Vorschau-Tipp. Denn ich habe ein Video hochgeladen, das ich eigentlich heute veröffentlichen lassen wollte, aber nicht dazu kam. Zunächst mal, die Welt ist böse, vor allen Dingen Instagram. Oh mein Gott, oh, Instagram, oh mein Gott, Hilfe! Die wollen unsere Videos, Quatsch, unsere Bilder, weil da kann man ja nur Bilder posten, so wie ich es tue, zum Beispiel, ne? Auf instagram.com/sting. Diejenigen, die mir auf Twitter folgen, wissen das. Sie sehen täglich oder fast täglich ein Bild von mir. Ja, hat die Bestimmungen geändert und ihr solltet sie vielleicht mal eindeutiger lesen. Und außerdem, wer auf Facebook ist, hat sowieso verloren. Bäm! Das dazu. Also, wer jetzt glaubt, dass die Herrschaften um Instagram alle unsere Bilder für teures Geld vertickt und wir nichts davon bekommen, habe ich einen schönen Tweet gelesen, der da besagte, ja, wer glaubt denn von euch wirklich, dass diese schlechten Bilder gewinnbringend verkauft werden? Also, ich glaube das nicht. Mir ist es scheißegal. Ich werde Instagram weiter benutzen. Erstmal genauso wie ich auf scheiß Facebook bin, allerdings nicht unter meinem Namen. Facebook, leck mich. Und wenn die mich dazu zwingen wollen, dass ich dort einen Klarnamen angebe, sehe ich überhaupt nicht an. Und da ist die Kippe auch schon wieder totgelabert. Ist doch mal wieder ganz cool. Aber was soll's. Dazu gibt es Feuerzeuge. Und ich möchte an dieser Stelle dann gleich mal umschwenken auf den guten Dementius Preacox, dem ich natürlich auf Twitter weiterhin folge. Und ich es gut finde, dass er A, wieder mehr twittert und B, wenn auch nur durch ein YouTube-Versehen, das Video online ging. Ich finde es gut, dich wieder in Action zu sehen und ich würde mich doch sehr freuen, wenn du zumindest gelegentlich, also beispielsweise eins pro Woche veröffentlichen könntest mit deinen Ansichten und Meinungen, denn ich glaube, der ein oder andere, so wie auch ich, wollen dich gerne auch mal vor der Kamera sehen. Das dazu. Was ich auch cool finde und was mir völlig entgangen ist, und da danke ich auch wieder dem guten Dementius, denn unter seinem Video hat der gute BZA von Chainbreak Films nämlich kommentiert und darauf ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass der gute Mann auch wieder Videos macht. Der ist nämlich total unter meinem Radar verschwunden. Also BZA, sehr gut. Ich muss noch aufholen, die letzten Videos. Ich habe hier noch offen ein paar Videos auf meinem Vlog-Kanal, denn derzeit schaffe ich es maximal, Videos zu gucken, die ich mit meinem Vlog-Kanal, also diesem hier, abonniert habe. Und demzufolge möchte ich auch einen Gruß senden an den guten Tony Army, den Mann ohne Hater. Ja, meine Challenge mit den Urzeitkrebsen sieht nicht so gut aus. Ich glaube, es sind noch ein oder zwei am Leben, aber ich glaube, die schaffen es auch nicht. Aber meine Meinung ist auch, dass die Veröffentlichung nicht so günstig war. Vielleicht stehen sie auch ungünstig. Direkt ans Fenster wollte ich sie nicht stellen. Und da, wo sie jetzt stehen, haben sie vielleicht auch zu wenig Licht. Ich weiß es nicht. Ich habe mein Bestes gegeben, aber irgendwie sind sie dahin geschieden. Auch wenn mal eine große Welle kam, zweiter Schlupfgang sozusagen. Da waren viele dabei, aber auch die haben es irgendwie nicht gerafft, gekriegt zu überleben. Vielleicht bin ich einfach kein Urzeitkrebsherrchen. Ja.
Das so viel dazu. Die Welt geht unter, macht aber nichts, denn ich glaube nicht dran. Und ihr glaubt alle auch nicht dran, da bin ich mir sicher, denn ihr wollt ja alle Weihnachtsgeschenke. Und das wollt ihr euch nicht entgehen lassen, deswegen geht die Welt auch nicht unter. Ich habe einen Tweet gelesen mit 9 Terminen. Leider habe ich ihn nicht mehr markiert. Blöd. Und dann hieß es ja auch in meiner Einleitung, die ganze Welt guckt Pornos. Kann ich bestätigen, denn von meinen letzten Vlogs, das Video zum Thema Sehen, Sina Berger, jetzt geht's los, um das Pornosternchen. Ja, das hat doch deutlich mehr Views als der Durchschnitt meiner letzten Vlogs. Also jeder, der mich abonniert hat, sollte sich schämen. Mein letztes Video, gerade mal im Moment, 39 Aufrufe. Und das war doch durchaus lehrreich und unterhaltsam, meines Erachtens. Wenn nicht, lasst es mich doch wissen. Schreibt doch einfach mal, verdammt nochmal, scheiß Kommentare unter diese scheiß Videos, ihr Penner. Das dazu. Denn ohne Feedback weiß ein jeder Produzent doch wirklich nicht, was ihr davon haltet und was ihr denkt. Und die paar Leute, die auf diesen bekackten Daumen rauf drücken, ja, kannst du ja mittlerweile auch knicken. Was ich schön finde, dass der Daumen runter verschwinden wird, weil ja, braucht eh kein Mensch. Dafür gibt es dann ein Plus 1. Ja, was soll's? Und ja, Rauchen in Videos, das, liebe Kinder, lasst mal lieber sein. Rauchen ist nämlich total uncool. Das mache ich, wie gesagt, auch nur wegen dem Dementiuspray, weil der in seinem Video nämlich auch geraucht hat. Und er macht das immer und somit ist es für ihn legitim. Ich werde auch weiterhin, wie in der Vergangenheit, in der Zukunft darauf verzichten zu rauchen, in Videos vor allem. Und ja, vielleicht werde ich das ja auch als Neujahresvorsatz, oder wie das heißt, fürs nächste Jahr komplett ablegen. Mal sehen, weil ist ja eigentlich auch völlig unnötig. Ne? Dazu braucht ihr jetzt nicht großartig kommentieren, dass Rauchen scheiße ist. Weiß jeder, ich weiß das auch. Aber mein Gott, was soll's. Fällt mir sonst noch was ein, worüber ich noch kurz schwafeln könnte? Ich sehe, dass A, die Kippe gleich zu Ende ist, B, ich schon wieder über 7 Minuten laber und wie die Statistiken Google Analytics beweisen, in den meisten Fällen die Aufmerksamkeit eines Durchschnitts-YouTube-Guckenden doch deutlich unter 5 Minuten liegt, was schade ist, denn ja, man hat natürlich so den Wunsch, dass ein Video zu Ende geguckt wird als Produzent. Das muss ich ehrlich eingestehen. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ich würde mich freuen, wenn man das Video, was ich hier aufgenommen habe, bis zu Ende schaut. Ist klar. Ja? Weil wozu mache ich den Scheiß überhaupt? Okay, weil es mir eigentlich auch Spaß macht. Aber man möchte natürlich als Produzent eines solchen auch Feedback haben. Auf Stings Vlog geht es mir nicht wirklich um Klicks, auch wenn ich es lustig finde, dass mein Ice on Snow, nein, Schwachsinn, mein Truck on Ice Video immens davonrauscht mit mittlerweile schon über 200 irgendwas K Views und ich dort nur Hater-Kommentare bekomme, was auch verständlich ist, weil ich einen Trucker ausgelacht habe. Mein Gegenstück Video leider überhaupt nicht Anklang findet, obwohl das gut gemeint ist und ich ja, da quasi den Gegenpart gemacht habe. Ja. Das Gute will also nicht gesehen werden. Es geht den Leuten also nur um Schrott auf YouTube. Wie man ja... Oh, ich wollte Punk nicht nennen, habe ich gesagt. Gut, dann lasse ich das jetzt auch. Zum Thema Mediakraft werde ich mich an anderer Stelle auf diesem Kanal in Zukunft irgendwann nochmal mit etwas mehr Aufwand äußern. Mir schwebt da schon was vor, ich habe da so eine Idee. Darüber verrate ich auch nichts. Aber zum Schluss, wie gesagt, noch der Programmtipp. Ich habe eine weitere Videoantwort aufgenommen und zwar für Fräulein Kopfkino. Den Tag zum Thema Charakter mit 13 Fragen, die habe ich alle beantwortet. Auch das Video ist 10 Minuten irgendwas lang. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Kommt in den kommenden Tagen hier auf diesem Kanal. Morgen oder übermorgen, weiß ich nicht. Vor dem Wochenende auf jeden Fall. Und auf meinen anderen Kanälen. Die Termine findet ihr auf meiner dusseligen Scheiß-Facebook-Fanpage-Drecksseite.
Wenn ihr wollt, dürft ihr da gerne auf diesen Mist-Scheiß-Like-Button klicken. Ich habe da eh nur 189 Likes, also vielleicht stampfe ich den Mist auch einfach ein. Kack, Facebook lutscht. So, Kippe ist zu Ende, ich halte jetzt die Klappe und entweder ihr bleibt mir gewogen oder ihr könnt mich am Arsch lecken. So, das ist jetzt auch nochmal gesagt und wer mich abonniert hat, ist selber schuld. Was soll ich sagen? Ist ein Vlog-Kanal. Ob ihr mich abonniert, ist mir so Latte. Natürlich freue ich mich, wenn ihr mich abonniert und Videos guckt und mir Feedback hinterlasst. Aber hey, ich werde mit YouTube nicht reich, ist mir klar. Und demzufolge stellt sich jetzt zukünftig eventuell sogar auch die Frage, ob ich meinen Hauptkanal überhaupt weiterführen kann. Aber das liegt zum Teil nicht in meinen Händen. Denn zum einen, das nochmal zum Schluss, in eigener Sache quasi. Mein Arbeitsvertrag läuft aus zum 31. Januar. Er wurde nicht verlängert. Herzlichen Dank dafür, lieber ehemaliger Arbeitgeber, zukünftiger. Du kannst mich nämlich auch mal kreuzweise, ne, scheißladen, sage ich an dieser Stelle, ganz eindeutig. Da ich ja einen Vertrag unterschrieben habe, darf ich den Namen hier nicht nennen, aber das ist auch egal. Vielleicht werde ich in Zukunft arbeiten für ein anderes Unternehmen, was einem sowieso den Mund verbietet. Ja, wenn man deren Produkte hat und sie dann verkauft und dort angestellt ist, darf man nicht mehr über die Produkte sprechen. Sau geil, ey, was für ein Schwachsinn. Ja, oder ich werde arbeitslos. Mal sehen. Oder ich mache was ganz was anderes. So fucking what. Also, in diesem Sinne, Kippe ist schon längst aus. Ich wollte das Video, aber nun gut, jetzt sind wir bei 12 Minuten. Winke, winke. Bis dahin und bis neulich. Keep on rocking. Euer Sting.